Hallo Freunde, wir sind am Bull's Head und schauen uns jetzt hier um, was wir tun können. Zum einen können wir uns diesen Baum hier anschauen. Ein junges Bäumchen wächst an der Kante. Das Problem ist, wenn man etwas sagt und klickt gleichzeitig in einem Point-and-Click-Adventure, wird der Protagonist etwas sagen und das wird meinen Redefluss unterbrechen. Ich sollte mir das abgewöhnen zu... Ein junges Bäumchen wächst an der Kante. Genau, George. Nehmen wir uns das junge Bäumchen oder klauen wir ihm einen Ast. Das hast du sehr gut gemacht, George, und steckt ihn in seine Jackentasche. So, hier ist etwas, wo ich offensichtlich runter muss. Jahrhundertelange Wechselbäder von heißen Tagen und kalten Nächten haben einen Spalt aufgerissen, der tief bis in den Fels hineinreicht. Ja, mal runter, George. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Die Frage ist, für was? Ich vermute, das Ding... Alleine? Nee. Ich muss was kombinieren, und zwar die Kette mit dem Ast. Vielleicht doch nicht. Dann muss ich den Ast mit dem da. Vielleicht doch. Vielleicht das Handtuch mit dem Ast. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Und das bringt mir was? Vielleicht doch nicht. Ich kann doch an so einem kleinen Handtuch nicht darunter klettern, oder? Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Das hast du schon mal gesagt, dann veranker doch mal was. Das ist ein verdammt langes Handtuch. Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Die Bergsteigerausrüstung hast du doch an, das ist doch alles Safety. Super, hier sind wir schon mal. Oh, diese Felswand sieht zum Glück überhaupt nicht verdächtig aus. Ich kann da lang gehen? Warum? Oh, guck mal. Was könnte das denn sein? Und wie kriege ich diese Tür auf? Wofür habe ich die scheiß Toilettenkette? Und wie kommt Scheiße aufs Dach? Aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Ja. Da stecken wir jetzt was rein. Und zwar unseren allseits beliebten Kanaldeckelöffner. Nein, machen wir nicht. Wir gucken hier. George, da ist ein Abgrund. Das siehst du. Dieses Land ist wirklich wundervoll. Ich muss irgendwann mal wiederkommen, wenn ich es nicht so eilig habe. Tief unten kann ich das Verdeck von Ultas Wagen sehen. Sieht irgendwie verdammt weit aus bis da unten. Dann fall lieber verdammt nicht runter. Was könnte ich jetzt... Ich kann nicht hoch, ich hab nur das da und das, was ich im Inventar habe. Aber die Kette nutzt mir da sicher nichts, ne? Nee. Vielleicht, wenn ich die beiden kombiniere? Nee. Aber was habe ich denn sonst, was mir was nutzen könnte? Vielleicht das da? Nee. Ach so, vielleicht den Arm einfach reinstecken und drücken. Ich habe ja nur angeguckt bisher, das könnte ja sein. Oder er sagt mir jetzt, was ich tun könnte. Ich habe jetzt echt gedacht, ich muss das Ding da reinrammen. Also die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber was denn, was riskiere ich schon? Außer einer möglichen Verstümmelung natürlich. Nur die linke, George. Keine Klinge hat meine Hand am Gelenk abgetrennt. Kein Skorpion mich gestochen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Okay. Dann zieh doch dran. Ich greife den Ring ganz fest, versuche nicht an tödliche Fallen zu denken und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. Huch, welche Überraschung. Diese Tür geht auf. George geht von selbst, ich tue nichts. Oh, fuck. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Dann wollen wir hoffen, dass wir es ihm nicht gleich tun. Ach du je, ach du je. Wir schauen uns erstmal die Tür an. Vielleicht können wir die irgendwie von innen öffnen. Oder wir stecken unsere Hand einfach in irgendwelche Löcher. Ich kann nicht umhin, die... schwachen, blutigen Fingerabdrücke auf dem Stein zu bemerken. Als ob jemand versucht hätte, sich mit den Fingernägeln durchzukratzen. Zum Glück hat er keine Wahnsinnsanzeige, wie man das aus anderen Spielen kennt. Die wäre jetzt gestiegen. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Ich hab nur... Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes. Voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Ich hab nur ein bärtiges Gesicht. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Ach, da fällt mir bestimmt noch was anderes ein. Wobei Kinder erschrecken ist ja nicht so unbedingt schlimm. Okay, Klausner, du siehst nicht gut aus, mein Freund. Was immer auch in der Flasche war, es wurde ausgetrunken. Klausner muss dehydriert und verdurstet sein.
Das ist schlecht. Bei der Erkundung alter Ruinen können Peitschen ja ganz nützlich sein, aber als Gefangener in einer Höhle sind sie völlig nutzlos. Klausner hielt sich wohl für eine moderne Version von Indiana Jones. Ist das neu synchronisiert? Die Tasche ist leer. Der Geruch der Leiche erinnert mich an etwas. Riecht wie mein Lieblingskäse in Paris. Ist das nachsynchronisiert in der Tat? Ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, die mehr Spaß gemacht haben, als eine Leiche zu durchsuchen. Aber da meine Lebenserwartung derzeit doch recht gering ist, finde ich, ich sollte jede neue Herausforderung annehmen, die sich mir bietet. Vorsichtig öffne ich das Jackett. Ihr hört das auch, ne? Ihr hört das auch, diese unterschiedliche Synchronisation. Hinter seiner Leiche klemmt ein Lederbeutel. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Die Linse. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. So, die haben wir. In dem Beutel befindet sich nichts mehr. Das klingt so merkwürdig. Kann ich keine Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen. Ich bin total Außer seinen Fingerspitzen, die blutig gekratzt sind. Und das scheint er sich selbst angetan zu haben. Klausner muss ziemlich schlau gewesen sein, um so weit zu kommen. Aber trotzdem ist er tot. Das stimmt. Das verwirrt mich total, diese zwei unterschiedlichen Synchronen. Die Stimme ist wahrscheinlich die gleiche, aber die beiden unterschiedlichen Arten, wie das aufgenommen wurde. Ich durchsuche die Leiche. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen. Ja, ich finde auch. Ich durchsuche. Okay. Wir haben die Linse, jetzt müssen wir hier nur noch raus, würde ich sagen, ne? Nein, sage ich. Wir müssen hier raus. Ich will nicht immer würden. Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay, das muss reichen. Was heißt das? Der Mund öffnet sich. Oh. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta, komm nicht rein, es ist eine Falle. Bleib, wo du bist. Das ist nicht Ulta. Oh. Wie? Hallo, Mr. Stobbart. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Ich weiß nichts. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbart, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobbart. Darf ich bitte vorher noch speichern? Bitte? Ich möchte nicht getötet werden. Bitte? Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Ich möchte bitte speichern. Bin ich ehrlich oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Er wird's doch eh finden, oder? Er wird's doch eh finden, wenn er mich durchsucht.
Ja, er hatte so eine Art Linse bei sich. Ich habe sie bei mir. Geben Sie sie mir. Nein, ich glaube lieber nicht. Seien Sie kein Narr, Mr. Stobbart. Wenn ich sie Ihnen gebe, was sollte Sie dann noch davon abhalten, mich umzubringen? Was sollte mich überhaupt davon abhalten, Sie umzubringen? Sie könnten die Linse treffen. Nicht, wenn ich Sie in den Kopf schieße. Wenn ich hinfalle, könnte die Linse kaputt gehen. Sie argumentieren überzeugend, Mr. Stobbart. Vielleicht erleben Sie ja doch noch den nächsten Morgen. Vielleicht. Das wäre schön. Gab es sonst noch was Wichtiges? Kann ich hier irgendwas anderes machen? Vielleicht runterspringen? Er sagte doch, er sieht die Plane von Ultas Wagen. Ich würde gerne da runterspringen. Nee, sonst war nichts. Nein, nichts. Warum ist dieser Ort dann so wichtig? Was haben die Tempelritter hier versteckt? Wenn nicht einen Artefakt? Naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Können Sie sich noch daran erinnern, Mr. Stobbart? Was stand da? In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen, am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht, Mr. Stobbart. Ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Was denn? Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Mhm. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Ich möchte eigentlich gar nicht sterben. So, was passiert, dass wie ein Mann, dann stehe ich, wie ein Hund, dann bin ich gebückt. Ich muss runterspringen. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt tun soll. Ich würde gerne runterspringen. Ich sterbe wie ein Hund. Hey, warten Sie mal, Sie können mich doch nicht umbringen. Ich habe Geld. Oh, das war falsch. Vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Sie enttäuschen mich. Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Ja, ich auch. Ist das ein Fehler? Ist das ein Fehler? Ja, ich wusste, das Ding ist nützlich. Das war eine kurze Cutscene. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Nikochen, guck mal hier, was ich gefunden habe. Eine Toilettenspülkette. Ich habe dir in Syrien ein Geschenk gekauft. Oh, George, das wäre doch nicht nötig gewesen. Passt schon. Was ist es? Das. Eine Halskette? Oh, die ist ganz nett schwer. Ethnische Handwerkskunst der rustikalen Art. Natürlich. Sie gefällt mir. Wirklich? Die Kette wird mich immer an dich erinnern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber schön. Warum habe ich die denn geklaut? Hat das einen tieferen Sinn gehabt? Ich weiß es nicht. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Aber für was? Vielleicht für... Möchtest du das Foto wieder zurück? Ich will ihr eigentlich nicht das Foto geben. Vielleicht für die Karte. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Vielleicht für die Karte, bitte? Nein. Okay, das da dürfte die Linse gewesen sein. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Linse. Vielleicht im Glas in der Kapelle oder so? Achso, ich muss ja wieder, alles durchklicken hier. Da zwischen. So. Mehr habe ich eigentlich nicht mitgebracht. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Damit sind wir wohl wieder in Paris unterwegs, wie es aussieht. Wo können wir denn hin? Das Montfaucon ist noch da. Das Musée Grün. Poste de Police, Rue Jarry, da sind wir gerade. Oder das Café de la Chantelle Verte.
Ich denke, unser Polierpriester dürfte jetzt eigentlich mit seinen Polieren fertig sein. Er sitzt auch wieder da. Der Deckel ist wieder zu. Dann gehen wir mal zum Poliermann. Der poliert ja immer noch. Der Priester ist immer noch mit dem Kelch beschäftigt, also sehe ich mich noch ein wenig in der Kirche um. Alter Schwede, ich war in Syrien. Mindestens 4 Tage poliert er jetzt den Kelch. Der poliert sich seit 4 Tagen den Kelch. Das ist... Ich weiß. So, pass mal auf. Linse? Da. Oder auch nicht. Linse mit Fenster. Oder auch nicht. Linse mit Ritterdings. Ich muss husten schon wieder. So eine Scheiße. Ich versuche es alles zurückzuhalten, aber ich muss husten. Ich stelle mich kurz weg. Ich hoffe, das ist immer nicht zu laut für euch. Ich habe nur die Linse jetzt, mehr wie vorher. Das ist schade. Und der Typ poliert immer noch. Das ist noch viel schader. Jetzt ist die Frage, was man... Ach, wir könnten Lubino fragen nach der Linse. Genau. Das könnten wir tun. Das wäre herzallerliebst. Ansonsten sind wir ja kein Stück weitergekommen. Musée Grün. Das war hier. So. Grüß dich, André. Hilf mir mal eben, bitte. Hi, André. Hallo, George. Hi. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen. Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Mhm. Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber. Erinnern Sie sich? Ja. Was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta sita est in ora mundi. Die Insel Britannien? Liegt am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Kartenzeiger? Achso, er hat sie sich ja irgendwie kopiert, ne? Nein. Ich dachte, er könnte mir was zur Linse sagen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Zeiger auf der... Keine Ursache. Ja, ja. Wieso hat er das Treiber nicht wieder aufgestellt? Zeiger auf der Karte. So, das Krankenhaus ist passé. Hier könnten wir noch was tun. Gucken, ob sich hier was verändert hat. Ne. Hier hat sich nichts verändert. Das heißt... Poste de Police. Vielleicht noch mit dem Vogel hier sprechen. Ja, ja, ja. Sergeant Mouet? Ja. Guck mal. Nein. Was könnte ich denn mit der... Bis bald, Sergeant. Ja, ja, ist gut. Was könnte ich denn mit der Linse jetzt machen? Gehen wir nochmal zu Nico. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr vor Nikos Apartment? Hallo, George. Hi. Zeiger. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Zeiger auf der Karte. Vielleicht kann ich jetzt nach Großbritannien. Da arbeitet jemand. Vielleicht kann ich, genau, ich... Da zwischen Ihnen... Ein Ritt auf der... Durch. Tschüss. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Aber ich weiß doch gar nicht, wo in Großbritannien. Nee, ich kann auch noch nicht hin. Das heißt, ich muss noch mehr rausfinden. Bei Nico kann ich nichts machen, Police kann ich nichts machen. Grün, im Café und im Montfaucon. Vielleicht kann ich mit dem Polizisten nochmal reden. Ich wüsste aber nicht, worüber und wozu. Ich wünschte ja echt, der Priester wäre mit... Sie sind wieder da? Oui, ich bin zurück. Polieren fertig. Also, ich hätte nicht erwartet, Sie hier schon wieder zu sehen. Non. Nun, es ist etwas merkwürdig. Aber ich bin dienstlich hier. Oh, dienstlich? Aber Sie sitzen doch nur hier rum und trinken Wein. Non, ich trinke nicht nur Wein. Ich bin in geheimer Mission hier. Moment mal, irgendwo fehlen mir bei dem Lied ein paar Noten. Sie tragen doch Uniform. Präzise beobachtet, Monsieur. Meine Tarnung ist die eines pflichtvergessenen, weintrinkenden Wachtmeisters. Sie haben mich glatt überzeugt. Merci. Aber in Wirklichkeit... ist jeder Muskel gespannt, jeder Nerv aufs Äußerste bereit. Ich bin angespannt wie eine Stahlfeder, bereit zum Zuschlagen. Patzong! Auf wen oder was gedenken Sie denn zu Patzongen? Sie müssen doch von dem Terror gehört haben, der Paris in seinen eisigen Klauen hält, Monsieur. Sie meinen die Morde? Wenigstens unternimmt endlich mal jemand etwas. Pah,
Leute sterben jeden Tag. Non, non. Ich bin auf der Fährte des berüchtigten Jacques de la Grande Canalisation. Ich, also, wer? Jacques de la Grande Canalisation. Der Terror der Unterwelt. Er zeigt sich hier, er zeigt sich dort. Die Polizei kommt, er ist fort. Ist er unter der Sorbonne oder unter dem Maison Drac? Er kann überall sein, der verdammte Jacques. Bravo, das ist richtig. Ja, ich hatte mir das auch gefallen. Merci. Ich habe die halbe Nacht daran rumgedüttet. Gedüttet. Wer ist dieser Jacques de la Grande Canalisation überhaupt? Na, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir ihn innerhalb einer Stunde verhaftet. Aber er ist gerissen. Um die Kanalisation unserer schönen Stadt zu entweihen, hat er viele Maskeraden benutzt. Er hat sich als Polizist ausgegeben und einen armen Kriegsveteranen hinters Licht geführt. Oh oh. Er hat einen Jongleur gespielt. Oh boy, ist das denn zu fassen? Und einen amerikanischen Touristen. Nein. Wo stammen Sie eigentlich her, Monsieur? Kanadier. Also, Vanette, ich muss los. Tschüss dann. Naja, nicht viele Leute können von sich sagen, dass sie eine Pariser Legende geworden sind. Ja, ja, George, du alter Kanalschreck. Wahrscheinlich hält er mich für den mysteriösen Jacques de la Grande Canalisation. Und das Letzte, was ich im Moment gebrauchen kann, ist eine Verhaftung wegen Verbrechen gegen öffentliche sanitäre Einrichtungen. Nee, das wäre echt scheiße, das wäre echt scheiße. Polierpriester, poliert. Gut, Freunde, bevor wir weitermachen, machen wir natürlich wieder ein kleines Päuschen. Ich danke euch wie immer vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch immer noch so gut wie mir und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und ich würde mich sehr über ein paar Kommentare und Däumchen freuen. Bis dahin, macht's gut, tschüss.